Was geht ab, Mann und Sie Fighter, Ozer hier. Und mit kurzen Quickbeats sind der Breaking News zu Dragon Ball Legends, nämlich ein neues Banner wird kommen, ein neues Legends Rising Banner und ihr seht schon die Charaktere, die dabei sein werden. Oh mein Gott, als ich Tals gesehen habe, war ich direkt im Hype. Ich mag persönlich Tals, aber wir haben hier quasi weitere Charaktere der Saga, der Kinoversion-Saga, so wie es hier dran steht. Nämlich werden das folgende drei Charaktere sein. Wir haben zum einen einen neuen Tals, Sparking Goku und Sparking Cooler. Und Legends Rising Banner, wissen wahrscheinlich die ein oder anderen Bescheid, das war auch das Banner von Broly. Und ich habe damals gesagt, das ist wahrscheinlich so mehr oder weniger so, wenn man es mit Dokkan vielleicht ein Dokkan-exklusive Banner. Sieht wahrscheinlich so aus, denn wir haben ja jetzt erst neulich einen Banner bekommen, Super Dimensionsbeschwörungsbanner 2. Mit dem neuen Vegeta, neuen Trunks. Das erste war ja mit den alten Charakteren, Piccolo und so, die wir am Anfang bekommen haben. Das ging offline, da kam ein neues, nämlich das mit Trunks und Vegeta. Dann ging das von Broly offline, beziehungsweise das von Freezer. Freezer war dann so irgendwie der Monarch-Kerzug, das war wahrscheinlich irgendwas Special-Banner. Jedenfalls ist das Banner jetzt, das kommt mit demselben Namen wie das Banner von Broly. Und momentan ist ja auch gerade nur ein Banner online, nämlich das von Trunks und Vegeta. Und dieses hier wird als nächstes kommen. Es ist eine Preview, also wissen wir nicht, wann genau das kommt. Hier steht an, die Legends Rising Beschwörung läuft in den nächsten Tagen an. Ich schätze, wir haben legit gerade momentan nur ein Banner online. Und das Banner, was wir gerade momentan online haben, geht noch 18 Tage. Ich glaube nicht, dass es erst nach 18 Tagen kommen wird. Das wäre viel zu lange. Ich denke, was im Endeffekt mit euch sagen wollte, mit dem Vergleich zum Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner und den anderen Banner, dass das Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner online ist und parallel dazu immer ein anderes Banner, eben sei es ein Legends Rising Banner oder das mit dem Freezer Imperial Advent Event oder whatever. Nennen wir es einfach mal ein Event-Banner, ein Special-Banner, was zeitgleich online ist zu dem Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner. Deswegen denke ich, dass das Ganze online kommen wird in den nächsten Tagen. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Es steht weder in Daten noch, wurde es geleakt oder etc. etc. Aber wir wissen ja immer, in Dragon Ball Legends kommen die neuen Sachen, die News, sei es Updates, Updates eigentlich am Mittwoch, / Donnerstag. Deswegen gehe ich davon aus, dass spätestens nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, das Ganze online sein wird. Wir haben noch ein bisschen mehr Informationen zum Vorschau selbst, nämlich zu den Charakteren selbst, was sie hier drauf haben. Zwei sind vom Intype-Element Lila, Tals und Goku an der Stelle und Cooler von Tech. Was wir aber hier wissen, sind ein paar kleine Details, nämlich Tals Künstlerkarte ist sehr gut für Tals Fernangriff. Also gehe ich mal davon aus, dass Tals eventuell ein Fernangriffstyp sein wird, könnte sein. Seine Superangriff Frucht des Machbaus, hier steht es so dran, quasi in den deutschen News, regeneriert nicht nur eure Lebensenergie, sondern kann noch viele weitere Effekte auslösen. Also da sind wir auch an der Stelle gespannt. Gucken wir uns erstmal Goku an, dann sage ich ganz kurz, was ich so noch im Kopf habe und sage, so ein Gokus Künstlerkarte kann das Blatt in einen Kampf nochmal komplett wenden, steht ihr dran, mit dem Superangriff, seinen Superangriff dann quasi an der Stelle, leitet mir eure Energie, sammelt ihr Energie und macht die Spezialfähigkeit, einhändige Genki-Dama, super stark. Okay, also wenn das tatsächlich so ist, dass ihr dann quasi mit dem Superangriff, mit der grünen Karte Energie sammelt und je mehr ihr davon einsammelt, desto stärker wird seine Spezialfähigkeit oder und macht die seine Spezialfähigkeit, also seine Ulti an der Stelle, und wenn das wirklich so wird, dass sie umso stärker wird, je mehr ihr Energie sammelt, solche Grünkarten, wäre das wirklich eine sehr coole Mechanik, die ich auf jeden Fall gerne sehen würde. Und mit einem voll aufgeladenen einarmigen Genki-Dama sichert ihr auch ein starkes Comeback in den Kampf. Okay, okay, sieht tatsächlich so aus, dass es so sein wird. Diese zwei Units sind zweimal Int. Wir hatten es jetzt schon in den letzten Bannern oft so, dass zwei Charaktere, also Lila, ich habe gerade wieder Int gesagt, zwei Charaktere dieselben Elemente haben. Einer davon war quasi durch die Z-Ability für den Typus, hat den Typus-Boost gegeben für zwei Attribute, sei es Schlagangriff und Schlagverteidigung zum Beispiel. Und der andere war da für eine Rasse. Heißt, was ich denke ist, was hier auf jeden Fall reinkommen wird, ob jetzt Tals dem Element Int einen Boost geben wird oder Goku, müsst ihr abwarten. Dementsprechend wäre dann Tals wahrscheinlich seine Z-Ability für Saiyans, hoffentlich, und Gokus eigentlich auch Saiyans, aber ich könnte mir auch vorstellen, Superkämpfer, weil er noch quasi da mehr oder weniger ein, ja, mehr auf der Superkämpfer-Schiene war und nicht auf der Saiyan-Schiene. Jedenfalls bin ich auf die Saiyans sehr, sehr gespannt, und es sind neue Saiyans, heißt sowohl die Saiyans-Teams auch, als auch Element in Team, als auch Vegeta, ich sag immer Int, sorry, aber ihr wisst, mit Int meine ich Lila, ich habe gerade zu viel Dokkan im Kopf, als auch Vegeta Lila wird sehr, sehr gute Buddies bekommen. Ich denke, Vegeta wird ein sehr starkes Comeback fallen durch die Jungs hier. Wir wissen eben nicht, was sie drauf haben können, das ist reine Spekulation, was ich auf den Tisch gelegt habe. Gucken wir uns dann am Ende noch Cooler an. Cooler ist von Grün, von Element Grün, und mit Coolers Superangriff Zerstörungsstrahl, verursacht ihr nicht nur Blutung, sondern könnt sogar noch eine Karte vom Deck eures Gegners zerstören. Was?
Okay, es geht langsam so auf die Yu-Gi-Oh! Schiene. Nein, Quatsch. Aber finde ich eine coole Ability. Ich glaube, das ist der erste seiner Art. Könnt ihr mich täuschen lassen, wenn ihr wissen und engt damit eure Gegner im Online-Kampf ein. Ja, also auf jeden Fall. Also ihm fehlt eine Karte. Wenn ihr überlegt mal hier, tut er dann quasi einen Spezialattack raushauen aus seinem Deck und dann ist er halt auch GG an der Stelle. Und mit Cooler bin ich auch gespannt. Das sind wie gesagt Kino-Version-Charaktere. Wäre cool, wenn auch diese Kino-Version-Charaktere mal eine Sie-Ability bekommen würden. Was haltet ihr davon? Lasst euch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Was haltet ihr von den ganzen Jungs? Seid ihr gehypt auf sie? Als ich Tals gesehen habe, war ich komplett gehypt. Ich mag Tals total. Lasst mir in den Kommentaren, wie gesagt, wissen, was war zu den kurzen News zu Dragon Ball Legends. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Viel Spaß. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.